bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Ich öffne Fellpakete und hätte die nicht essen sollen. Sowieso nicht, weil wie lange, weil die schon Monate da drin sind, weil, ja, let's go. Neu mit Trinköffnung. Oha, der hat einfach eine Trinköffnung, Alter. Krank. Aber er nutzt die nicht, oder was? Er macht's komplett ab. Schau doch diese Trinköffnung. Och, Mann, ja, heute packen wir Fanpakete aus, die... Wie schon erschrocken. Alt sind. Das ist die Trinköffnung. Einen verdorben. Ich bin seit 7 Monaten in meinem Zimmer und ich muss schon ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, muss ich fast kotzen. Also ihr könnt es nicht... Hätte das ja früh auspacken können, Mensch. Hier, nur weil er zu voll ist, Videos zu schneiden, kam er jetzt in dein Zimmer rum. Ich mache noch ein bisschen Spaß. Hat auch geile Detective Pikachu Cap auf. Aber die stinkt extrem. Also das stinkt. Eins von diesen Paketen ist kein Fanpaket. Ein Imposter. Ich hab auch ein Er hat übrigens auf Twitter auch angekündigt, dass man ihm Bilder schicken soll für die Fernseher im Hintergrund. Und das sind schon mal die Gewinner. Koffer ersteigert, den machen wir später auf. Da ich sehr davon ausgehen werde, dass... Auch noch in diesem Video? Koffer noch in... Okay. In diesem Video wieder was kaputt gehen wird. Ob das jetzt eine verbrannte Badewanne ist oder mein Haus abfackelt, möchte ich mich schon mal finanziell absichern. Und zwar mit Schub. Schub ist das größte deutsche Cashback-Portal. Das heißt, wenn ihr über Schub bei einem von 2000 Partnern etwas einkauft, kriegt ihr Geld zurück. Es ist ganz simpel, ihr müsst euch nur registrieren, dann auf einem Shop gehen, wo ihr etwas kaufen möchtet. Hier zum Beispiel bei Lieferando bekommt ihr 4% von eurer Bestellung zurück. Klickt auf Cashback aktivieren und könnt wie gewohnt etwas bestellen. Es ist ja, meistens verkauft ihr aber dahingehend eure Daten. Also jetzt nicht eure Adresse und euren Namen, aber so Sachen wie alt ihr seid oder Geschlecht oder grober Wohnort. So solche Sachen, wenn ihr Sachen, die kostenlos sind, wo ihr Geld kriegt, sind meistens so, dass ihr dann eure Daten dann verkauft, ja. Ist nichts anders, außer, dass sie Geld zurückbekommt. Was hat er mir einfach ein Metallstück geschenkt? Was ist das, Mann? Ich hab das was Rasierklinge war das nicht? Und bekomme 56 Cent zurück. Schub finanziert sich einzig und allein davon, dass sie eine kleine Vermittlungsprovision von den Partnern erhält. Das heißt, es gibt keinen Datenhandel. Ihr müsst nicht eure... Oder so. Ja, auch das. Vermittlungsprovision. Kontodaten angeben oder irgend so eine schäbige Kacke, es ist alles legitim und fair. Und wenn ihr euch über meinem Link in der Beschreibung registriert, bekommt ihr gratis 10 Euro geschenkt. Das Einzige, was ihr da... Ja, Leute, also, geht bei Nietzsche noch in die Beschreibung, holt euch die Sachen, es ist geil. Link in der Beschreibung zu seinem Video. Dafür tun müsst, ist über Schub einen Einkauf tätigen mit einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Das heißt, ihr könnt etwas für 10 Euro bestellen, bekommt dann 10 Euro zurück und die Bestellung ist praktisch gesehen... Umsonst. Gratis. Okay, dann packen wir mal das erste Fanpaket aus. Das ist von Reichard Hartweg. Hä? Ah, das ist seine Adresse. Ja. Aha, alles vorlesen. Wir haben hier einmal und ein Messer. Vielen ein Dank, dreckiges Reichard. Messer. Das hat mich sehr gefreut. Als Ersatz habe ich das Paket hier. Das Paket ist eigentlich vom Haufen hier, von Kacke und Bombenhaufen. Oh, okay, hier sind auch 2 Bomben drin. Ich habe eigentlich voll vergessen, warum dieses Paket auf dem Kackhaufen war. Okay, wir gucken mal rein. So, wir haben hier einmal zuerst einen Brief, bin ich mal gespannt. Hey Elias, ich bin Jenny, bin 15 Jahre alt. Deine Videos haben mich echt immer zum Lachen gebracht. Vor allem in der Zeit, in der ich am meisten gemobbt wurde durch dich. Wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben jetzt sehr... Ehre! Los geht's! Coole Schokolade. Das schmeckt tatsächlich ziemlich gut, obwohl es 7 Monate alt ist. Ja, obwohl ich glaube Schokolade, so dunkle Schokolade kann auch nicht so schnell ablaufen, glaube ich. Eistee? Mhm. Das war glaube ich noch vor der Shirin David Zeit, sonst wäre da glaube ich der andere Eistee drin gewesen. Übrigens habe ich bei mir jetzt bei unserem Laden hier auch riesige Kartons... Aufbauten gesehen von ihrem, wie heißt der Eistee nochmal? Dirty, ne? Ja, gesehen, ja. Ich habe überlegt, soll ich es kaufen oder nicht? Aber ich habe mir gedacht, ist so viel Zucker drin, so süß. Na, nee. Okay, die Schokolade hat 7 Monate gehalten, aber das hier nicht. So, das sind einmal noch M&M. Hier steht drauf, hoffe, du hast eine Nussallergie. Oh, yay! Yeah. Wir haben hier einmal eine, keine Ahnung, was das sein soll. irgendein Plüschtier oder so. Plüschtier! Ja. Plüschtier. Alter, was ist das? Mach mal auf hier. Hä, ist doch Hundefutter. Ich glaube, das hat so gestunken. So, wir haben einmal Katzenfutter. Was mache ich hiermit? Mach's doch weg. Für die Zukunftsplanung
leider bin ich steril. Dann haben wir noch leider bin ich steril. War das jetzt ein Witz oder was er jetzt gemeint? Ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll oder lachen soll. Für die Kinder, leider bin ich steril. Mir ist so trocken, sagt einfach direkt. Ein Dings für ein romantisches Watt. Schmeckt tatsächlich sehr salzig, aber schmeckt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schmeckt Seife schon immer so gut? So, dann haben wir einmal ein Ingwer-Shot. Okay. Ja, ist gesund. Ingwer halt, ne? Ingwer. Ja. Das war auf. Ich habe da irgendwas getrunken, was kein Ingwer-Shot war. Aus diesem Grund sollte man keine Pakete öffnen, die offen waren. Ich habe gedacht, was ist los? Aber stimmt ja, guckt hier, das Ding hier, das war ab hier, das Sicherheitsverschlussding. Ey, ist auch eine Sache, die mir nicht bewusst gewesen ist. Ich habe ja euch auch oft gesagt, dass ihr mir gerne Süßigkeiten schicken könnt und sowas, ne? Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass der theoretisch ja auch, also ich glaube es euch nicht, dass ihr was macht, aber man weiß ja nie, ne? Irgendwie so Gift oder sowas. Man kann ja Rattengift kaufen, das irgendwo so mit einer Spritze so reinpieksen, dass du es nicht siehst. Ist noch zugeschweißt, aber dann halt doch halt, ne? Vergiftet. So Sachen können ja passieren. Nicht bei mir jetzt, aber bei größeren YouTubern hier, bei ihm zum Beispiel. Also da wäre ich extrem vorsichtig davon, so sowas zu trinken und zu essen vor allem auch. Ich würde das sehr gerne essen, aber ich weiß, dass es giftig ist, deswegen tue ich das nicht. Wir haben hier noch Lippenstift. Ah, das Stift hat das. Den Lippenstift ist er jetzt, aber das Pilot will er nicht essen, weil es giftig ist oder was? Ah, okay. Nebel, die kann nicht von singen. So, dann habe ich noch. Das ich ist WC-Duftstein. Das kann ich sogar gebrauchen, weil ich muss gleich richtig hart scheißen. Was mache ich hiermit eigentlich? Wie funktioniert das? Ja, der muss hart scheißen, weil er das gegessen hat. Wie geht das? Was ist das? Was ist das? Und dann haben wir noch einmal einen Kaffee mit einem Sieb. Ah! Er wollte Blut noch nicht trinken! Ach man, was ist das jetzt? Ah! Oh! Der Kaffee hat sehr geschmeckt. Ein Bild von Kevin. Und. Ja, das ist gut. Was ist das? Isana Dekolleté Serum. Was ist das? Damit alles scharf bleibt. Schmeckt aber nicht so gut. Wir haben eine Klingel. Dann war's das auch schon. Dankeschön an Need to Know Edits für das Spiel. Er will Pilou nicht essen, aber filtert das über Filterkaffee mit dem Eistee und trinkt und isst dann noch dieses Dekolleté-Zeugcreme. Oh mein Gott. Ach nein. Schöne erste Paket. Ach ja, und um das Video noch ekeliger zu machen, habe ich mir zusätzlich noch fremde Reisekoffer ersteigert. Oh hier ja. Ist noch der andere Koffer. Oh, da habe ich damals die ganz alten Videos geguckt von Malternativ. Der hat ja auch rausgepackt. Der musste immer Handschuhe dabei anziehen und Mundschutz und so und Desinfektionsspray, um die Sachen auszupacken. Was sind ja auch Unterhosen und sowas drin und keine Ahnung, was alles. Oh. Die machen wir gleich auf. So, und jetzt räume ich erstmal auf. Ah! Nein, beiß doch nicht ein Stück ab von der Seife, Mann. Ist nicht die Seife, Mann. Nicht die Pro-Trocken-Seife. Einfach abbeißen. Guck mal, sein Gesicht schmeckt auf jeden Fall nach. Sieht nach Geschmack aus hier. Seife gegessen. Ah, ja, genau. Okay, wir haben jetzt zwei Tage. Oh, komplett gestylt wieder. Fresher Dude. Aufgeräumt. Ein paar Tage wahrscheinlich vergangen, wahrscheinlich auch. Später, weil mir nach dem Paket echt übel wurde. Ich ja. Der Eistee war wirklich abgelaufen. Ja, es lag am Eistee. Okay, daran lag's, ja. Komm. Der geht nicht ab, Mann. Naja, wie dem auch sei, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Dieses wunderschöne Paket hier. Hä? Hat er jetzt nochmal das in den Mund gesprüht, das Dekolleté-Saft jetzt? Nee. Er hat es nochmal gegessen. Naja, wie dem auch sei, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Dieses wunderschöne Paket hier. Er hat es wirklich in meinen Mund genommen. Er hat es wirklich noch reingesprüht. Okay, das schmeckt echt nicht so geil. Ja, dann ess es doch nicht. Das überhaupt? Was ist das? Eine Creme für Dekolleté. Dekolleté und Oberarme. Ja, nicht für zu essen.
Was ist... Ah! Ganz oben steht hier bitte nicht nachmachen. Ja. Vielleicht soll ich jetzt auch essen, dass mir Oberarme wachsen. Ja, vier Oberarme. So, es sind wieder zwei Tage vergangen. Ja, letztes Mal war das nur ein Scherz, aber ich bin jetzt dieses Mal wirklich krank geworden. Übrigens, das Mädel vom Paket vom eben hatte auf einem Brief ihre Nummer dabei gepackt. Ich rufe die einfach mal an, gucken, was sie sagt. Hallo? Hier ist Need to Know, dort ist deine Nummer auf diesem Brief geschrieben. Oh mein Gott, du hast mich angerufen. Oh mein Gott. Geil. Ich hab dein Dekolleté-Serum gegessen. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Dieses Paket sieht echt... Hi, ich sage mir das Paket. Ich hab dein Dekolleté-Serum gegessen. Das Serum war nicht echt, bitte nicht nachmachen. Das sagt er nur für YouTube, okay? Das sagt er nur für YouTube jetzt rein. Das hat er. Ich finde, das ist doch echt, oder? Sieht gut aus, hier sind alle Insider von meinen Videos drauf. Einmal eine Katze, sitzende Taube, Mandarine. Das ist oh, echt, süß. Das sieht echt das gut echt aus. Süß, das werde ich ja ausnahmsweise mal nicht verbrennen. Wir haben hier einmal. Oh, Socken! So, dann haben wir noch eine zensierte Banane, glaube ich. Nice, ja. Dann haben wir noch einmal, keine Ahnung, was das hier sein soll. Gustavs Cat Dreams für ein richtiges Leben als Katze. Was hat der mir hier für Furry geschickt? Anscheinend soll ich jetzt eine Mandarine zum Furry machen. Das kann ich sehr gerne machen. Ey, so, keine Mandarine. Das ist ziemlich... Das ist keine Mandarine. Das ist keine Mandarine. Cool. Warte, ich muss noch ein Gesicht zeichnen. Das ist keine Mandarine! Nasen. Hier einmal eine Katze. Was ist das? Wie heißt das Ding nochmal, die Frucht? Pampelmuse? Nee. Wie heißen die nochmal? Aber das ist keine Mandarine. Dann haben wir hier. Oha! Einfach meine Lieblingsserie. Oh. Oha, wie gut! Oha, wie schön! Lieblingsserie? Kenn ich nicht. Genau! Das werde ich nicht. Kaki heißen die. Kaki ist eine Banane, ja genau. Kaki, okay. Es können auch tolle Geschenke dabei sein. Es muss keine verschimmelte Mandarine sein. Keine Ahnung, was das sein soll. Das riecht gut. Ich glaube, das sind Blumen oder so. Ja! Ja, die Blumen waren in dem Fall auch nicht echt richtig, ja. Oh, ich schluck doch noch runter. Ja, das sind Blumen. Und das sind daneben, was ist das? Ja, das sind Ballaststoffe, ne? Was ist das? Oben in so einem dezent rot bin ich nachmachen. Nice, Carlos, perfekt. Das kann man aber nicht essen. Ja, trink was. Was ist das? Lavendel und Nelke. Lavendel hat noch gut geschmeckt, ach so, aber die Nelke... Ja, Nelken kann man ja eigentlich essen. Machst du dein Essen auch rein? Eigentlich musst du die rausfischen. Aber im Prinzip kannst du Nelken auch essen, die ist auch ein Gewürz, ja. Okay, machen wir direkt weiter. Ich habe gerade Bock auf einen Koffer. Sicher. Also, wie gesagt, das hier sind verlorene Koffer, die monatelang bei der Deutschen Bahn standen, aber nie abgeholt wurden. Ich habe mir die legal für 350 Euro ersteigert. Also, meckert jetzt nicht rum, wenn aus Versehen hier irgendetwas kaputt geht, weil ich bin der legale Besitzer hiervon. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier haben. Wer hat denn hier seinen Koffer vergessen? Also, wir haben hier einmal Schuhe. Oh, die sehen cool aus. Die sind ein bisschen eng, aber... Sollten gehen. Dann haben wir noch einmal eine Tasche. Oha, die sieht voll cool aus. Eine. Einfach ein Spielzeug, einfach ein Ei. Das ist nicht ausgepackt, das ist noch geil. Was ist hier drin, Mann? Ich würde die Sachen aber nicht direkt so anfassen und auch anziehen. Auch ich würde die erstmal desinfizieren oder sowas, keine Ahnung. Ich gerade Corona, gut, wenn die Monate da standen, dann passt das aber. Wie geht das auf? Ein Ei. Das ist doch nur ein Plastikei, oder? Was Deko. Mach ich mir mit? Deko. Deko. Das ist einfach nur. Das Deko. Ist einfach nur ein Plastikei. Ja, Deko. Deko! Gut, wenn du es so haben möchtest. Was müssen wir jetzt machen? Was ist das? TNT? Ein Hammer! Das Mikrofon ist direkt nebendran! Hä? Da ist irgendwas drin, ich schwör's euch, da ist irgendwas drin. Da ist nichts drin, es ist Deko! Nein, es ist Deko! Oh nein! Deko. Der Tisch war auch nur Deko.
Wir haben hier ja, einmal... der Tisch war Deko. Dass das so ein Loch entsteht, das ist locker nur aus Karton oder so gemacht. Keine Ahnung irgendwie. Bruno Banani Parfüm. Nein! Oh! Das riecht tatsächlich ziemlich gut. Wir haben hier dann noch eine Puppe. Das ist eine Tasche. Die werde ich ausnahmsweise nicht kaputt machen, weil ich dann wahrscheinlich ein Kind zum Weinen bringen werde. Wir haben noch Schuhe, Crocs. Oha! Hä, die passen! Okay, obwohl der Tisch war aus Spanplattentünne. Okay, war doch kein Karton. Ich kann das sogar gebrauchen! Ein Haarband. Eine Sonnenbrille. Noch eine Sonnenbrille. Noch eine Sonnenbrille. Wer kauft jetzt sowas? Wo kann derjenige her mit der Tasche? Das ist ein, keine Ahnung, ich kann nichts sehen. Ein Pyjama, ein Schlafanzug. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich drippy, oder? Zieh nicht alles an! Hin, damit man mehr Platz hat. Eine 10-Cent-CD, was ist das, Mann? Krank! Ein Geringverdiener gehört. Super für Spieleabende und lange Autofahrten. Das große Familienquiz. 21 Gründe, wieso es nicht falsch ist, seine Cousine zu heiraten. Ja! Ich als Gast, meine Cousine. Grund Nummer 21. Das ist fake. Das ist nicht, das ist nicht das Original. Was ist das denn für eine Familienquiz-CD? Haben wir noch eine Badeente? Ich weiß nicht, wo die schon gewesen ist. Eigentlich will ich. 21 Gründe, warum es nicht falsch ist. Okay. Also soll ich mal sagen, es ist legal in Deutschland, seine Cousine zu heiraten und mit ihr Kinder zu kriegen, okay? Es ist legal. Aber der Gesellschaft nicht so ganz angesehen. Ich will es nicht wissen. Oh. Einfach der krasse Boss. Oh, ein Poncho. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Hier sind Sachen drin, die man tatsächlich gebrauchen kann. Und irgendwie stört mich das. Achso. Wo ist tot. Das Loch? Dann haben wir noch eine Menge Socken. Von Teddy. Alter, welcher Geringverdiener kauft bei Teddy ein, Mann? Der hat sich... Was hat er für ein Paket hier, wo alles neu verpackt ist und so? Was hat er für krasse Pakete bekommen? Also wenn, dann müsste man meine Kiste mal aufmachen, meine Koffer. Da ist nur dreckige Unterhosen drin. Vielleicht als ein Schuh, aber auch keine neuen Sachen. Wir haben hier Schuhe. Herren Sportschuhe. Komischerweise passen diese Schuhe mir. Übrigens ist es vollkommen okay, wenn ihr bei Teddy einkauft. Also es ist okay, ein Geringverdiener zu sein. Dann haben wir hier einen Haufen Servietten. Disclaimer. Wer auch immer Servietten mit in den Urlaub nimmt. Servietten gekauft! Ganz komisch. Wer nimmt eine Lichterkette und eine Badeente? Wer nimmt eine Badeente mit in den Urlaub? Komplett komisch. Kannst du nicht eine Woche ohne deine Badeente leben, Alter? Was ist das, Mann? Eine Michael Kors Tasche. Wahrscheinlich gekauft. Michael Kors auch noch? Ist das nicht teuer? Ist das nicht eine Marke? Alter, was hat er für einen Hauptgewinn gemacht hier? Ich habe die Videos von Malternativ gesehen, da waren nur Unterwäsche drin und so und Socken und sowas. Der hat ja hier krasse Taschen draus gezogen. Tasche? Da ist leider nichts drin. Brauche ich nicht, will ich nicht. Geringverdiener. Oha, ein Manga, oha! Ich habe keine Ahnung, was das für ein Manga ist, aber sieht ziemlich cool aus. Wir haben den dritten und den vierten Teil. Dann haben wir hier noch Fabian Designerglanz. Strumpfhose, ne? Strumpfhose, oha! Ich wollte schon immer mal eine haben, Mann. Ist das nur für ein Bein? Maggie Cosme ist da weg, aber Strumpfhose, oha! Wie geil, Strumpfhose! Ein Bein? Welcher Mensch... holt sich eine Strumpfhose für ein Bein, Mann. Ja, für rechts und links. Oh, nee, da sind zwei Beine. Ach so. Okay, nevermind. Das stinkt mehr, als es sollte. Ein Rasierer. Oh, es ist ja quasi ein Pack-Opening, Jody, finde ich. Vielen lieben Dank für die Rasierer. Kann ich tatsächlich gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein Handy. Ein 10-Euro-Handy. Ich weiß nicht, was für kriminelle Aktivitäten du gemacht hast. Nee, damit wahrscheinlich für den Urlaub, dass nicht geklaut wird. Wahrscheinlich haben sie den Koffer vergessen, bevor sie zum Urlaub gefahren sind. Und, oder vielleicht haben sie den Koffer deswegen zurückgelassen, weil da vielleicht illegale Aktivitäten damit geplant wurden oder sowas. Kann ich das Mädel anrufen vom ersten Paket, ohne dass sie meine Nummer liegt? Das ist tatsächlich praktisch. Okay. Also auf jeden Fall irgendwelche versteckten Aggressionen auf jeden Fall. So ein bisschen habe ich Vermutung, so Tisch und andere anderen Videos davor. Oh, ich habe das Handy zerstochen. Oh, scheiße. Mein Bart ist in den letzten Monaten echt lang geworden, oder? Mein Bart ist eine Visualisierung dafür, wie stark meine Depressionen sind. Desto länger mein Bart ist, desto stärker sind meine Depressionen. Also mir geht es gerade scheiße. Vielleicht bringt es dir etwas, wenn ich meinen Bart rasiere. Warte mal. Nein.
Nein, mir geht es immer. Was ist passiert? Das kann natürlich auch sein, dass die Person, die diesen Koffer verloren hat, gerade dieses Video sieht. Aber keine Angst, wenn das so ist und du willst deine Sachen zurückhaben, dann schreib mir einfach auf Instagram und ich werde sie dir ehrlich zurückgeben. Ich wollte gerade sagen, da kann auch jeder sagen, dass es seine Tasche ist, sein Koffer. Kann auch jeder behaupten. Aber jetzt hat er hier einfach einen Haufen die Klamotten. Du kannst sie wieder haben. Außer dieses verbrannte T-Shirt da in der Ecke unten links. Das kriegst du, das ist kaputt. Geil. Kannst du gerne wieder haben. Jetzt mal abfackeln, perfekt. Wir haben hier einmal ein sehr schönes Shirt wieder. Also. Das Feuer da unten. Das ist anscheinend von Jack and Jones. Das Feuer? Das ist neu. Das hier ist neu. Das Feuer ist echt, oder? Eine Hose kariert. Das Feuer ist echt. Hallo, das Feuer! Ich glaub, aber das ist das Feuer! Alter, was piept denn hier so? Ja, das Feuer! Was zur Hölle ist das, Mann? Halt die Schnauze! Ich hab gesagt, diese karierte Hose. Ach nein! Nein! Oh, es schmilzt! Oh! Das ist Plastik! Und das sind krebserregende Stoffe! Was ist mit ihm? Er isst die ganzen Sachen, die Krebs und so, will er sich umbringen oder was? Jetzt schmilzt hier der Feuermensch, der schmilzt hier! Der ist am Schmelzen! Wie willst du das denn erklären dann dem Vermieter? Oder vielleicht wohnen sie da fest ausgekauft, kann auch sein. Leute, bitte nicht nachmachen, ne? Bitte nicht nachmachen. Okay? Da fehlt das Disclaimer hier in der Ecke irgendwo. Nicht nachmachen. Guck, ob die mir passt, weil die sieht echt schön aus. Die würde ich halt wirklich tragen, auch wenn es für Frauen ist, die Hose. Hä, die passt mir mega! Die passt ja ultra gut, Alter! Die ist Da sind die Batterien noch drin sogar. Er hat die Batterien nicht rausgemacht. Da sind noch Batterien noch hier in dem Fach, oder? Sehe ich das falsch? Oh, nee, das ist hochgiftig. Das ist hochgiftig. Geschmolzenes Plastik, erstmal schon mal Krebs hoch 80 und dann nochmal Batterien, das Öl, diese Flüssigkeit in den Batterien drin, auch übel giftig. Oh. Ultra nice, Mann. Alleine hierfür hat sich der Koffer gelohnt. Ja, ganz kurz oben, bitte nicht nachmachen gerade. Es brennt einfach weiter. Es schmilzt vor sich hin. Die Batterien, es explodiert, der die Batterien da drin gelassen. Mann, ey. Die sind gerade geplatzt! Die Batterien! Und die sind einfach geplatzt, die Batterien! Oh, ich dachte, einen kurzen Moment, er hat die Batterien rausgemacht. So, bevor er sie aufs Feuer schmeißt, macht er die Batterien raus. Das ist lebensmüde. Das ist komplett lebensmüde. Nicht nachmachen, Leute, okay? Was? Leute, zündet niemals Plastik an, weil das giftig ist. Ja. Also wirklich, tut das nicht. Ja. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Rauch. Ach du halt. Ja, und Batterien auch rausmachen. Und mach's Fenster auf jetzt. Hang da nicht in dem vergifteten Zimmer rum. Scheiße, warum haben wir keinen Feueralarm, Mann? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Normalerweise sollte jetzt doch irgendwas... Ja. Ach so. Ey, Mann, das tut mir gerade wirklich voll leid, ey. Kann man das noch anziehen? Ich könnte es vielleicht noch spenden, aber... Dann haben wir noch eine kurze Hose. Die sieht nice aus. Die will ich mal probieren. Nicht spenden. Nicht spenden, das ist jetzt voller giftigen Gase so. Das muss jetzt mal ein paar Mal waschen, wenn wir es verschenken. Wir haben gar keinen Sinn, was verbrannt ist, aber jo. Warum hat diese Hose nur ein Loch, Mann? Das ist ein Rock. Hat die Person nur ein Bein gehabt? Was ist das für ein komischer Rock auch? Highways. Hier ist nur ein Loch in dieser Hose, Mann. Wer zieht sowas an, Alter? So, das war dann auch schon tatsächlich alles. Oh Mann, aber irgendwie tut mir das gerade voll leid, also... Weißt du was, als Wiedergutmachung bügel ich dir dein Shirt. Das sieht ein bisschen zerknittert aus. Als Wiedergutmachung bügel ich dir.
Nicht bügeln, es verbrennt locker jetzt. Wieder Feuer. Ich sehe es kommen, lässt es drauf liegen. Es verbrennt. So, dann bin ich fertig. Oh, doch nicht. Das war dann auch schon der erste. Das ist der ganze Klopfer. Rauch im Zimmer. Der ganze Rauch, einfach geil. Oh, nice. 10 Euro hat sich das, glaube ich, echt gelohnt. Das war echt richtig nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt zuerst wieder aufräumen, deswegen sehe ich euch gleich wieder. In wahrscheinlich 3 Tagen. Bis gleich. Okay, bis gleich. Okay, in 3 Tagen. Doch, ein Loch drin. Ja. So, das war's mit diesem klar. Video. Das sind die ganzen Sachen, die da drin waren. Und übrigens, macht niemals Feuer in eure Wohnung. Ich habe hier Feuerlöscher und Wasser und alles stehen. Aber warte, eigentlich habe ich hier noch einen zweiten Koffer. Wenn ihr wollt, dass ich den aufmache, lasst gerne ein Abo da. Ja. Auf jeden Fall, Like da lassen, nice. Sonst abonniert diesen Kanal und ich werde am Samstag, den 6. Riptisch. Den 6. November um 18 Uhr werde ich streamen auf Twitch. Da werde ich eine Tasche aufmachen, die ich mir auch ersteigert habe. Und dann sieht man sich. Wenn er bis dahin nicht gestorben ist. Ach man, geiles Video. Auch wenn natürlich man viele Sachen nicht nachmachen sollte. Da sind Batterien drin. Also, Plastik anzünden, keine gute Idee. Er hätte öfter nicht nachmachen reinschreiben können, finde ich. Es gibt viele dumme Leute, muss man sagen. Ne? Ja, also, oben rechts so ein bisschen rot, weiß ich, ob es eher kritisch, aber vielleicht dazu sagen noch, hat er auch gesagt, okay. Aber ja, ist schon grenzwertig. Also, das mit dem Feuerlöscher, mit dem Feuermelder und dem Batterie, schwierig, eher schwierig. Aber okay. Trotzdem geiles Video, war unterhaltsam, war lustig. Wie man es von Nintendo kennt, ne? Wie man es von Nintendo kennt, war geil. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck.